Ich würde es nicht jedem empfehlen, in so ein Projekt zu gehen, weil man dafür schon einen sehr, sehr selbstbewussten Charakter mitbringen muss, der halt auch mit den ganzen Umständen dort klarkommt. Wenn ich zum Beispiel davon erzähle, dass ich mich ein halbes Jahr mit einem Messbecher duschen musste, dann schlagen die meisten schon die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, oder meine Toilette ein halbes Jahr lang mit einem Eimer gespült habe. Dass ich in Phasen von Insektenplagen teilweise nicht essen konnte, weil mir die Fliegen in den Mund geflogen sind. Das sind teilweise Sachen, die schrecken Menschen ab und Mitarbeiter. Aber es gibt natürlich auch viele wie mich, die sagen, okay, das sind Umstände, aber ich sehe natürlich halt den Nutzen dahinter, hinter der Arbeit, die ich dort leisten kann, und hinter dem Benefit, der dabei dann auch rauskommt. Von daher, sich damit auseinanderzusetzen und zu realisieren, dass es eine dritte Welt gibt, die Unterstützung braucht von der ersten Welt, das finde ich essentiell und das lege ich jedem sehr nahe.